Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem Februar-Haul. Heute zeige ich euch, was ich im Februar alles gekauft habe. Und anfangen möchte ich mit etwas, was mein Mann und ich so witzig fanden und wir mussten es uns dann einfach bestellen. Das ist von Amazon ein Toilettentürschild. Das zeige ich euch jetzt mal. Ja, das ist das Toilettentürschild. Das haben wir uns bestellt. Und jetzt geht's weiter mit den anderen Sachen, die ich bestellt habe. So, einmal fangen wir an mit den kuscheligen Sachen für unser Wohnzimmer. Zwei von diesen wundervollen weichen Kuscheldecken. Das ist jetzt nur eine, die andere liegt schon auf dem Sofa. Dann habe ich diese wunderschöne Ann Stokes Bettwäsche von EMP bestellt. Und diese rote Bettwäsche hier mit dem schwarzen Bettlaken habe ich bei Amazon bestellt. Es musste mal wieder neue Bettwäsche her. So, und jetzt, da wir mit den kuscheligen Sachen durch sind, kommen wir zum schriftstellerischen Teil, wo ich mir diesen wunderschönen Meerjungfrau-Fisch gemusterten Füller gekauft habe. Ich zeige ihn euch auch mal, hier die Spitze. Ja, das ist mein neuer Füller. Jetzt kommen wir zum Schmuck, weil ich mir auch da ein paar neue Sachen bestellt habe. Dann haben wir diese wunderschönen Alchemy Gothic Ohrringe, die ich mir über Amazon bestellt habe. Das waren die letzten. Da habe ich mir gedacht, jetzt musst du zuschlagen, sonst sind sie weg. Und da mir bei dieser Kette hier unten der Stein abgebrochen ist, habe ich sie mir nochmal nachbestellt. Und hier ist sie. Genauso schön wie die andere. Nur eben, dass der Stein wieder dran ist. Und bei diesen schwarzen Schönheiten hier von Restyle, die Kette übrigens auch von Restyle, wisst ihr ja, da hatte ich mir vor Weihnachten schon mal ein paar bestellt. Allerdings ist mir da einer von verloren gegangen. Und da habe ich mir nochmal die Ohrringe neu bestellt. Und hier sind sie. So, das war der Schmuckteil. Und jetzt kommen wir zum kosmetischen und Pflegeteil. Da fangen wir einmal an mit den Haarprodukten. Habe ich mir einmal eine neue Haarfarbe gekauft. Da, wie ihr seht, hier mein Ansatz wieder ziemlich rausgewachsen ist. Und dann kommen wir zum Körperpflegeteil. Da habe ich mir in dreifacher Ausführung dieses Deo gekauft. Von Nivea. Und einen Augen-Make-up-Entferner, da ich meinen alten von Garnier überhaupt nicht vertrage. Da wird mein Auge hier innen sehr trocken und rot und fängt an zu jucken. Und da habe ich diesen hier gekauft, der ist um Längen besser. Und jetzt kommen wir zur Kosmetik. Da habe ich bei
Amazon von Eulenspiegel diese künstlichen Wimpern bestellt. Die sind sehr lang, aber das gefällt mir sehr gut. Das sind einmal die künstlichen Wimpern, einen neuen Nagellack in Lila mit Goldpigmenten drin von Catrice. Ebenfalls von Catrice einen neuen Lidschatten, ebenfalls mit in der Farbe Bronze, Gold, Goldbronze, ja. Solche Farben gefallen mir eben sehr gut. Und dann, da meine Kajalstifte zur Neige gegangen sind, habe ich mir nochmal zwei neue schwarze gekauft. Einen neuen Augenbrauenstift. Den zeige ich euch mal. Den kann man hier rausdrehen. Und auf der anderen Seite ist nochmal ein Bürstchen zum Verteilen. Das verwende ich aber nicht, weil ich lieber solche geraden, dünnen Striche habe. Also solche schönen, geschwungenen, dünnen Striche. Diesen Eyeliner von Essence, den habe ich von meinen guten Freunden geschenkt bekommen. Ein schwarzer Eyeliner mit einem so einem Schwämmchen zum Auftragen, zum Schwammapplikator. Und dann hier von Max Factor noch, das ist auch ein Eyeliner in diesem lila Ton. Der hat allerdings, ja, der hat auch so ein Schwämmchen zum Auftragen. Ja. Den habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Das werde ich bei Gelegenheit mal tun. Da werde ich dann auch ein Make-up-Video zu drehen. Ja, das waren meine Sachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in meinen nächsten Videos wieder. Bis dann. Tschüss.